Ich habe jetzt durchgespielt mit ein bisschen Nebenmissionen, weil ich es unrealistisch finde, dass man nur hart durchknüppelt. Ne, bisschen Geld verdienen und sowas muss man halt nebenbei auch, auch wenn man einen Biochip im Kopf hat, der einen auffrisst. Aber ich habe das Gefühl, so richtig, wenn das wirklich das Ende nur durch einen sehr großen Teil von der Entscheidung bei Dexter DeShawn abhängig gemacht wird, ne, was von Abspann sozusagen kommt, ob ich hier diese komische Casino überfalle oder nicht. Verstehst selbst nur Bahnhof. Ja, muss das nachgucken. Ich will es eigentlich auf YouTube veröffentlichen, zumindest die Hauptmission oder die Missionen, die mit Charakteren aus den Hauptmissionen zu tun haben. Also ich fände es schade, wenn es nur von Dexter DeShawn abhängt, ob man sich für das ruhige Leben oder für den Bang entscheidet, für die Legende. Das fände ich krach. Wir müssen einfach irgendwann selber. Ich habe aber auch viel nicht verstanden, obwohl ich selber gespielt habe. Also zum Beispiel, warum mir plötzlich am Ende das Afterlife gehört, ergibt für mich keinen Sinn. Warum ich in einer übel teuren Wohnung bin, ergibt keinen Sinn. Warum ich meine Klamotten nicht mehr habe und mir dafür irgendwie vergoldete Schuhe gekauft habe, ergibt keinen Sinn. Ich glaube, Schluss ist immer gleich, egal was man bei Dexter nimmt. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das passt halt sehr genau zu der Frage, die Dexter dir stellt. Ob du halt das ruhige Leben haben wirst oder ob du einfach als Legende sterben willst oder beim Versuchen Legende zu werden. Und dieser Überfall auf dem Casino, was noch nie jemand gemacht hat und was Leute als unmöglich ansehen, passt genau in diesen Gedankengang rein, finde ich. Deswegen werde ich vielleicht nochmal probieren, das privat durchzuspielen, ohne sich Dexter, also dass ich Dexter sage, ich will ein entspanntes Leben haben. Jetzt schon in Eddies. Aber warum schwimme ich in Eddies? Es ergibt keinen Sinn, dass ich Geld kriege für einen Job, den ich für mich selber mache. Das meine ich ja. Der Job gegen Arasaka war ja einfach nur, um mir selber zu helfen. Wer soll mich denn dafür bezahlen? Vor allem im Nachhinein, wo alles schon gemacht ist, da wird mir keiner von der Arasaka-Gegnern plötzlich noch 100.000 oder 100 Millionen Eddies zuschieben. Wozu? Das ist ja schon alles, der Schaden ist ja schon angerichtet. Das ergibt keinen Sinn. Und von Aktien oder irgend sowas war nie die Rede. Das Einzige wäre, ich habe in Aktien in Gegner investiert. Oder irgendjemand das zugesteckt, aber das habe ich alles nicht getan. Also es gibt keine sinnvolle Erklärung, warum ich plötzlich Haufen Kohle habe, bei einem Job, den ich für mich gemacht habe, wo ich eigentlich meine eigenen Ressourcen aufgewendet habe. Dass ich eine Legende geworden bin, ja. Aber wie gesagt, warum gehört mir das Afterlife und wo habe ich das Geld her? Der Sprung ist zu weit, meiner Meinung nach. Ich habe das Gefühl, hier wurde viel rausgecuttet an Geschichten und Möglichkeiten, die hätten erzählt werden sollen. Da fehlen Verbindungsstücke. Donations. Ja, so ungefähr. Von Rogue. Aber warum erb ich denn Rogues Geld? Und Go Rogues Club? Warum sollte ich denn Rogues Position übernehmen? Ich bin überhaupt nicht in der Position, ein Fixer zu sein. Ich war bis dahin zwar ein ganz guter Söldner, der schon relativ bekannt war, aber das war's. Da hätte auch jeder andere Fixer das übernehmen können. Es gibt ja sogar noch Fixer, die kurz daneben stehen, in dem gleichen Bereich tätig sind. Es ist viel realistischer, dass die das übernehmen. Oder Claire oder so, die halt schon in dem Laden arbeiten. Also, ich habe das Gefühl, die haben genau eine Story geschrieben und es ist nicht wirklich möglich, die Story zu beeinflussen. Und das finde ich sehr, sehr schade dafür, dass sie es angepriesen haben als Rollenspiel. Es ist halt kein Rollenspiel, es ist ein Actionspiel. Es ist ein Actionspiel mit Rollenspiel, es ist ein Actionspiel mit ein bisschen Rollenspiel-Anlehnung. Muss ich leider sagen, das ist. Es ergibt keinen Sinn für ein Rollenspiel oder für das Setting, in dem Fall das Waffen mitleveln. Also das Waffenloot mitlevelt, ne? Die Gegner leveln ja gar nicht mit. Nur der Loot, den sie droppen, der levelt mit. Die Waffen werden immer besser. Die weißen auch. Obwohl die Gegner richtig scheiße sind. Du kannst von Low-Gegnern ziemlich weit hochgelevelten Loot mitkriegen, wenn du irgendwie Level 20 bist. Der noch fast an deinem rankommt, was du sonst so findest.
Das ist mein erster Kritikpunkt. Das ist eher so ein Borderlands-Verschnitt, was das Loot-System angeht. Vor allem, weil dadurch das Ganze, was ich hier gemacht habe, Item-Craften, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich krieg ja ständig irgendwelchen Loot hinterhergeworfen, der gut ist. Warum soll ich die Scheiße denn craften? Ich habe genau eine sinnvolle Waffe gecraftet und das war ein Upgrade von Blau auf Lila von diesem Tech-Präzisionsgewehr. Das Einzige, was wirklich sinnvoll war, zu craften. Weil ich sonst keine Tech-Waffen mehr, keine guten gefunden habe, sondern nur Smart-Waffen. Und dann ist die nächste Frage, warum gibt es so wenig Tech-Waffen? Warum gibt es immer nur Tech-Handfeuerwaffen, aber keine Tech-Gewehre? Wo sind die? Benutzt die keiner? Ja, genau, bei jedem Level-Up, immer wenn du ein Level-Up hast, neue Encounter, bessere Stuff. Bessere Damage, bessere Panzerung, immer wenn du ein Level-Up hast. Das hat ans Level gecodet, würde ich behaupten, oder gekoppelt per Code, was du kriegen kannst. Das ergibt keinen Sinn. Und wie gesagt, wo sind die ganze Tech-Scheiße hin? Warum gibt's einen Skillbaum, der für Vernichtung steht, mit einem Symbol von einer Explosion, wo kein Skill für Granaten drin ist? Oder für Explosion? Warum sind die Granaten im Techbaum? Warum? So unsinnig. Nur weil ihr keine gute Idee habt, was ihr noch in den Techbaum reinpackt oder was? Also, hier haben sie sich viel zu hart übernommen. Und ich habe das Gefühl, die hätten wahrscheinlich vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, wo das System halbwegs stand, nochmal eine komplette Überarbeitung und eine Rekonzeptionierung machen müssen. Und es wäre deutlich besser gewesen, wenn sie das ganze Ding nicht als Rollenspiel aus einem spielmechanischen Aspekt, sondern als Rollenspiel eher aus einem geschichtlichen Aspekt angesehen hätten. Also das Ende ist mir halt ziemlich egal. Ist einfach so. Da war Mass Effect 1 und 2 um Welten besser und die sind über 10 Jahre alt. Von der Geschichte. Mass Effect 3 jetzt nicht. Zumindest das Ende nicht, aber gerade bei Mass Effect 2. Mass Effect 2 ist vom Spielgefühl her, finde ich, sehr ähnlich. Das ist auch ein Actionspiel mit Rollenspiel-Anleihen. Vom Spielgefühl sehr ähnlich. Aber dort haben die Mechaniken besser zum Setting gepasst. Und dass du nicht irgendwo ständig mitlevelnden Loot hast. Dein Charakter hat halt mit der Zeit skaliert, aber nicht deine Waffen. Oder zumindest nicht in dem Maße wie das hier. Dass ich am Anfang irgendwie 50 Schaden pro Sekunde habe und am Ende 500. Sehe ich nicht so richtig ein. Also die hätten, glaube ich, lieber irgendwie einbauen sollen, dass du an deinen Waffen ein bisschen rumdoktern kannst, dass du die bisschen, jetzt nicht so extrem wie Escape from Tarkov, aber dass es in die Richtung geht, dass du irgendwie Aufsätze und sowas findest, oder dass du Waffen findest und dort andere Aufsätze drauf sind und du die auseinanderbauen kannst und so ein bisschen deine Sachen, den Charakter einer Waffe ein bisschen zusammenstöpseln kannst, wie du es willst, wie es deinem Spielstil passt. Ja, dass es so Basissets gibt, keine Ahnung, irgendwie der Kern der Waffe, den kannst du austauschen, dann hast du halt eine Power, eine Tech oder eine Smart-Waffe zum Beispiel, ne? Der Kernprozessor irgendwie von der Waffe. Und dann packst du halt irgendwelche Aufsätze drauf oder irgendwie hinten einen Stock dran, je nachdem, wird der Rückstoß kompensiert und sowas. Das wäre deutlich besser als Rollenspiel, das funktioniert. Pudel, ich habe Tarkov mal gespielt vor, ich glaube, inzwischen 3 Jahren, als man sich noch einkaufen musste und als die 70-Euro-Version, ich glaube, nur zu 50% einen Zugang gewährt hat. Da habe ich mich mal eingekauft. Ich habe deswegen sogar einen Tarkov-Account, aber ich habe dann nur kurz gespielt und danach nie mehr großartig angefangen. Ich weiß, dass jetzt zuletzt ein Wipe war, aber ich habe die Zeit einfach nicht für so ein Grindspiel wie Tarkov. Ich komme nicht in der sinnvollen Zeit auf einen grünen Zweig in Tarkov. Also es gab jetzt wohl wieder ein Vibe Anfang des Jahres. Gegen die Skillbäume an sich sage ich gar nichts, die sind nur nicht gut sortiert, finde ich. Es gibt Skills, die halt in dem Baum, wo sie drin sind, keinen Sinn ergeben. Es gibt einen Level, also wo du irgendwie 15 oder 16 technisches Wissen brauchst, gibt's einen im Tech-Baum eine Fähigkeit, dass du 50% mehr Damage mit Querschlägern machst. Was machen Tech-Waffen genau nicht? Richtig, Querschläger. Das machen Power-Waffen. Warum sollte ich den Tech-Baum leveln, wenn ich auf die Power-Waffen gehe? Und wie gesagt, das Verhältnis zwischen Tech- und Power-Waffen hat mir überhaupt nicht gefallen. Da hätten sie irgendwie ein bisschen mehr ansetzen können, dass vielleicht die Militech-Leute zum Beispiel, die benutzen mehr Tech-Waffen und die Leute in Badlands und die Gänger und so benutzen mehr Power-Waffen.
Achso, und dass überall Haufen Loot rumliegt. Die hätten den Loot auf den wichtigen Loot reduzieren können. Die haben überall so viel Müll platziert. So viel Müll, den man aber mitnehmen muss, wenn man zum Beispiel hier die Item-Skillen, Item-Crafting-Skillen will. Also, boah. Nee, ich hätte mir von denen wirklich gewünscht, ein anderes Loot-System. Ein wirklich anderes Loot-System und dadurch auch ein anderes Skalierungssystem, deinen Charakter vom Damage her skaliert. Und halt eine bisschen bessere Sortierung oder sinnvollere Skills. Also für mich das Skillsystem leider irgendwie sehr langweilig. Viele von den Skills sind einfach nur, hey, 10% mehr Schaden. Das ist so der langweiligste Power-Up, was man skillen kann. Ich mag die Setting immer noch sehr, aber ich habe ein Problem damit, dass das Setting mit den Mechaniken kollidiert. Also wirklich vor allen Dingen mit dem Loot-System. Wenn das Loot-System anders wäre, hätte ich deutlich größere Immersion gehabt, mal von den Bugs abgesehen, logischerweise machen die Immersion kaputt, und hätte deutlich mehr Spaß im Spiel gehabt. Und wenn es gewesen wäre, es gibt halt keine großen Skalierungen in den Waffen. Du kannst halt andere Waffen nehmen, ne, aber scheiß auf Skalierungen. Also das fühlt sich auch noch an wie ein schlechtes Borderlands-Loot-System. Nämlich wie das aus dem ersten, wo du einfach auch nur mit der Zeit ein bisschen mehr Damage gekriegt hast oder ein bisschen weniger Streuung auf den Waffen und sowas, wo die nicht wirklich interessant waren. In Borderlands 2 waren ja dann wirklich interessante Eigenschaften an den Waffen dran. Und das war hier einfach nicht. Ich habe am Ende immer noch die D5 Copperhead gefunden, die habe ich auf Level 1 gefunden, die hat sich ganz genauso gespielt, die hat nur mehr Schaden gehabt. Oder vielleicht ein bisschen mehr Crit-Chance. Wie gesagt, unglaublich langweilig designt. Da fehlen coole Mods drauf, da... Wenn man schon das so umsetzen will, fehlen richtig coole Mods drauf. Vielleicht fand ich darum das Spiel gar nicht so schlecht, weil ich keine hohen Erwartungen... Ich hatte die Erwartung, dass es ein Rollenspiel ist, weil sie gesagt haben, sie machen ein vollwertiges Rollenspiel, sie wollen keinen Shooter machen. Sie haben aber einen Shooter gemacht. Das ist eigentlich das, was ich am übelsten nehme. Dadurch war ich am Anfang sehr schnell sehr enttäuscht, weil dann schon das Charaktererstellungssystem übelste Scheiße ist, wenn du ein wirkliches Rollenspiel erwartest. Dass das so, das ist, also nicht übelste Scheiße ist übertrieben. Das ist sehr beschränkt, wenn du ein Rollenspiel erwartest. Wenn ich kein Rollenspiel erwarte, sondern ein Shooter mit bisschen Rollenspiel drin, ist der Charakterersteller ziemlich geil. Keine Schusswaffe angefasst, alles mit Katana. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Also, ne, ich habe mir halt gedacht, okay, normale, der Hintergrund ist, du hast dein Leben lang an deinem Auto rumgeschraubt, du kennst dich sozusagen mit Technik aus. Da wollte ich halt ein bisschen auf die Tech, beziehungsweise bin ich auf die Hacker-Schiene mitgerutscht, eigentlich wollte ich die Tech-Schiene fahren. Dass ich jetzt dummerweise, ne, also es kommt ja zusammen. Ich habe mit dem Nomaden-Anfang den Anfang erwischt, der am schlechtesten erklärt, warum du Jackie gut finden sollst. Alle anderen beiden Anfänger erklären das besser, wie du mit Jackie zusammenkommst und woher du den kennst und warum der dir ans Herz gewachsen ist. Wodurch die ganze Geschichte mit Jackie nur so halb geil ist oder nur halb interessant für mich. Da war mir relativ egal bis... Egal. Ich habe einen Waffenskill genommen, die Tech-Waffen, die es sehr selten gibt, wodurch ich super selten irgendwie eine Verbesserung oder irgendwie das Interessantes gefunden habe. Die ganzen Powerwaffen habe ich einfach nur weggecraftet. Ich habe versucht, Itemherstellung zu machen, was einfach nutzlos ist. Also da kommen halt echt die Sachen zusammen, wo ich mich vor meinem oder ganz am Anfang entschieden habe, wo ich nicht wusste, wie Systeme funktionieren, habe ich mich für die Sachen entschieden, die schlecht funktionieren. Kannst du nicht Shooter dazu sagen, dann könntest du auch Skyrim Bogenschießsimulator sagen, wenn du nur mit Bogen spielst. Mir sind die Rollenspielaspekte, zum Beispiel auch die Entscheidungsfreiheiten in den Dialogen, zu gering. Deswegen sage ich, es ist kein richtiges Rollenspiel. In vielen Dialogen, zum Beispiel, ne, ich fange jetzt mal als Beispiel bei den Nomaden an. Der Nomade am Anfang, da will Jackie dich verarschen. Der gibt sogar zu, dass er dich verarschen wollte und einfach nur das, was du geschmuggelt hast, nehmen und abhauen. Dass er dich einfach sitzen lassen wollte. Und da wirst du gezwungen, dich mit ihm zu versöhnen, obwohl ich das nicht will. Also mir geht's gar nicht darum, dass ich Schusswaffen nicht benutzen dürfen. So, mir geht's vor allen Dingen dann um die Dialoge und sowas, die halt nicht rollenspielig genug sind für mich. Und das Loot-System.
Meines Wissens levelte Loot bei Skyrim nicht so hart mit. Oder zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Da habe ich halt das Gefühl gehabt, ich musste wirklich schweren Content machen. Also ich glaube, der Punkt ist, ich muss schwere Gegner haben oder Gegner, die schwer aussehen. Und von denen dann guten Loot kriegen. Das verstehe ich. Ne, dass die Gegner halt auch dann, wenn die Waffen von denen besser werden, wenn die mir mehr Damage machen, dann kriege ich von denen auch bessere Sachen. Aber das ist hier halt nicht. Nee, zumindest nicht immer. Du kannst halt auch Gegner machen, die du one-shottest und kriegst von denen eine bessere Waffe, wenn du Glück hast. Das ergibt halt keinen Sinn für mich, dass die eine lila Waffe haben. Irgendein übelst abgefrackter Gänger in irgendeinem Hintergästchen hat plötzlich eine lila Waffe dabei. Warum? Oder warum dann auch dort irgendwie lila Loot in irgendeiner Kiste liegt? Das ergibt keinen Sinn, dass die seltene Sachen haben. Die sind die Fußabtreter von allen. Warum? Selbst von ihrer eigenen Gang, die dort irgendwo irgendeinen Kiosk ausrauben. Die haben keinen guten Scheiß. Die haben den Scheiß, der gerade so noch schießt. Also gerade weil ich mich mit dem Thematik halt durch meinen Shadowrun-Sachen ein bisschen beschäftigt habe, ergeben viele Dinge keinen Sinn, die sie spielmechanisch eingebaut haben. Spielmechanisch ergibt es Sinn, weil du den Leuten Belohnung geben willst für Nebenaktivitäten. Du willst halt nicht, dass sie einfach nur weißen Müll finden dort. Weil sonst machen sie es halt nicht. Das ergibt für eine Spielermotivation Sinn, aber halt nicht in der Welt. Für mich. Ja, das außerdem. Wobei, das machen ja auch andere Rollenspiele, ne? Dragon Age hat das auch gemacht. Du hast auch am Anfang relativ viel ausgewählt, woher du kommst, so ein bisschen. Aber es stimmt, die Beschreibung der Hintergründe beschreibt schon relativ viel, wie du dich verhalten solltest oder wie du dich verhalten hast. Und das ist bei den anderen, bei sowas wie Dragon Age nicht passiert. Da hat es nur beschrieben von wegen, hey, du bist halt ein Zwerg von hohem Stand. Aber die haben dir offen gelassen, wie du dich bis dahin verhalten hast. Das durftest du selber reininterpretieren. Ob du ein versnobtes Arschloch warst oder ob du ein netter Prinz oder sowas warst. Also, keine Ahnung. Ich habe ja den Kopo-Start zum Beispiel noch ein bisschen gespielt selber. Und der Kopo-Start erklärt zum Beispiel viel, viel besser, warum man Jackie mag. Weil du den dort schon viel, viel länger kennst. In dem Nomadenstart begegnest du ihm ja einfach nur als Auftraggeber mehr oder weniger. Weil du von ihm einen Auftrag kriegst, ihn und ein Auto, oder besser gesagt eine Kiste in deinem Auto, über die Grenze zu fahren. Aber das ist zum Beispiel auch sowas. Jackie ist irgendwo in den Badlands draußen, irgendwo mitten in der Wüste. Und sag dir dann, wenn du dort ankommst, oh scheiße, ich dachte, ich muss hier verdursten, weil ich kein Auto hab. Oder besser gesagt, ich hab kein Auto, kommt später. Er hat aber kein Auto, faktisch. Wie ist er da hingekommen? Hat er sich von Delamain rausfahren lassen, oder was? Und wenn er ein Taxi bestellen kann, kann er auch einfach mit jedem x-beliebigen anderen Person durchfahren. Durch die Grenze. Street Kid habe ich mir auch angeguckt, das konnte ich besser nachvollziehen, weil bei Street Kid wirst du ja zusammen mit ihm verprügelt. Guten Appetit, macht das. Also, wie lange geht das hier eigentlich noch? Ich finde es jedenfalls schwierig insgesamt. Es ist ein nettes Spiel, aber sie haben Entscheidungen getroffen. Also sie hätten sich, glaube ich, eher dazu entscheiden sollen, mache ich einen richtigen Shooter, der ein bisschen auf Waffenkustomisierung geht und nicht so sehr auf dieses... Sie kommen halt aus einem Fantasy-Rollenspiel und ich finde, das merkt man. Er bescheißt dich und dann sagt er, du willst mit Essen kommen. Naja, aber das ergibt halbwegs Sinn, weil du kennst ja, du willst ja... Also, ne? Street Kid. Du willst ja dem Barkeeper von der Bar seiner Mutter helfen. Sprich, der kennt ihn auch sehr... den kennt er auch sehr gut. Und als du ihm das erklärst, sagt er, okay, ja... Ich wollte zwar eigentlich dich gerade bescheißen, wir wurden jetzt zusammengeschlagen, sind mal gerade noch rausgekommen, dem Tod von der Schippe gesprungen. Und als du ihm das erklärst, sagt er, oh, ja gut, das kann ich verstehen, du wolltest also nur jemanden helfen, den ich auch kenne, den ich auch mag, lass uns zusammen was machen. Das ist noch, aber das stimmt, du hast recht, beim Street Kid fühlt es sich auch an, als würde dort die Hälfte fehlen. Als hätten sie einfach so den Mittelteil rausgeschnitten, wo du mit ihm dicker wirst. Wenn du so anders rüberkommst, weil du auf den Hackerbaum gehst, dann ist halt komplett anderes Gameplay.
Der Hacker hat noch sehr, sehr gut funktioniert. Ich hätte halt mehr auf Coolness und auf Hacker gehen müssen, glaube ich, weil ich halt viel geschlichen bin. Das ist, glaube ich, was ich mir ein bisschen selber eingebrockt habe. Ich habe halt nicht auf Coolness geskillt, sondern habe gesagt, ich gehe auf Technik und auf Hacken. Oder sagen wir auf Intelligenz und auf Technik. Und bin aber viel geschlichen. Aber wenn ich keine Konstitution skille, habe ich zu wenig HP, um in die Gunfights zu gehen. Weil häufig bin ich ja dann fast gewone-shottet worden am Ende. Also nicht bei der Story, aber bei den Nebenmissionen, die dann auf meinem Level waren. Hat ein Burst mich von irgendwie 250 HP oder was ich hatte, auf unter 10 oder 20 gebracht. Also, ich habe doch auch schwer gespielt, ne? Also von daher, vielleicht habe ich mir Sachen ein bisschen selber eingebrockt. Ich habe trotzdem das Gefühl, sie sind halt, haben halt versucht, die Witcher-Formel auf ein Spiel anzuwenden, wo sie nicht so, auf ein Setting anzuwenden, wo es nicht so gut funktioniert. Dieses, die Waffen machen mehr Damage, ergibt für mich deutlich einfacher mehr Sinn, wenn das magische Waffen sind, die irgendwie, oder besonders krass geschmiedeter, ne, anstatt aus Stahl, sind die dann aus Schwarzstahl geschmiedet. Die sind halt einfach schärfer, das ergibt für mich Sinn. Aber das Kugeln, wo die Munition immer die gleiche ist, aus der einen Waffe wird fünfmal so viel oder zehnmal so viel Schaden macht wie aus der anderen, das ergibt für mich leider nicht so viel Sinn. Zumindest nicht, wenn die Waffe nicht irgendwie einen dreimal so langen Lauf hat, weil es dort mehr die Kugel beschleunigen kann oder sowas. Also deswegen haben sie einen langen Lauf, damit sich der Druck der Physik sozusagen, damit mehr Druck entsteht und die Kugel schneller wird und dadurch größeren Durchschlag und mehr Schaden erzeugen kann. Ja, aber so unterschiedlich waren die Waffen nicht. Also, wenn man sie, ja, es ist viel Fiction und wenig Science in dem Spiel drin. Mir ist ein bisschen zu wenig Science im Spiel drin. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Bei Witcher hat das Craften außer für die Hexerausrüstung auch keinen Sinn ergeben. Alles andere war eigentlich immer sinnlos. Naja, aber wie gesagt, hier habe ich genau einen einzigen sinnvollen Craft gemacht. Und den hätte ich auch ohne, dass ich das Skille machen können, meines Wissens. Das Upgrade auf die lila Waffe, weil die Waffenkunststoff, also die... Zum Beispiel die Klamotten kannst du auch vorher schon auf Lila upgraden, ganz am Anfang schon. Du kriegst ja blaue Klamotten hier, die an den Witcher-Sachen angelehnt sind. Und die konntest du von Anfang an auf Lila upgraden, wenn du die passenden Items hast. Und deswegen denke ich, wenn ich die Waffe, die blaue Version der Waffe finde, kann ich die immer auf Lila upgraden. Deswegen habe ich mehr oder weniger einen ganzen Skilltree gemacht, der nichts bringt. Also es ist... Wie gesagt, es funktionieren einfach Sachen nicht richtig. Die greifen nicht. Gameplay greift nicht in der Welt ein, so richtig. Das verzahnt sich nicht, so wie bei einem Witcher wahrscheinlich. Ich habe Witcher aber auch nicht großartig gespielt. Sondern das kollidiert eher ein bisschen, finde ich persönlich. Ich verstehe, warum man aus einer Gameplay-Perspektive das macht, viele Sachen. Oder das so designt. Wie gesagt, bis auf ein paar platzierte Skills. Aber. Ich habe das Gefühl, sie haben das halt, wie gesagt, wie ein Witcher-Spiel angegangen, ohne sich Gedanken über das Setting zu machen. Was ein großes Problem ist für mich. Also man hätte hier halt grundlegend andere Mechaniken benutzen müssen, weil das Setting halt anders ist. Ein viel moderneres Setting.